Ja, das Rennen ist gestaffelt von, vom Alter her. Hat man gewisse Zeitvorgaben. Ich bin in der ältesten Altersklasse, habe 58 Stunden Zeit. Da zählen die Pausen mit, da zählt auch mit, wenn du dich verfährst, da zählt auch mit, wenn du an der Ampel stehst, da steht auch, zählt auch mit, wenn du dich mal aufs Ohr legst oder ja, was auch immer machst. Und ich starte um 8.26 Uhr am Freitag, den 2. Juli und muss dann am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr an der Sprungschanze in Garmisch-Partenkirchen sein. Man darf halt nicht die Zeit zu verplempern, weil wenn man eine Minute nach diesen 58 Stunden halt eintritt, dann war das Ganze, um, wo es eigentlich sowieso um nichts geht, war dann noch sinnloser. Das hat ja der die Rennleitung, also der Veranstalter vorgegeben. Und wenn man das in 53 Stunden schafft, statt in 58, dann hat man die Qualifikation zur Teilnahme an dem Race Across America. Das ist so das längste Extremradrennen, was man auf der Welt fahren kann. Da geht es 5000 Kilometer von West nach Ost in Amerika und dafür hat man 12 Tage Zeit. Aber das ist keine Ambition für mich. Von daher will ich auch nicht auf irgendeine Platzierung fahren, sondern ankommen in der von mir gesteckten Zeit und möglichst viel Spaß haben. Mein Team wird dafür sorgen, dass mir an nichts mangelt, dass ich nur Training brauche und ich werde die ganze Zeit Musik hören. Mich also auf 58 Stunden Musik im Ohr eingestellt, habe über 1000 Lieder auf dem MP3-Player drauf, also ich habe mal ausgerechnet, 1100 bräuchte ich, also eigentlich genauso viel wie Kilometer und ja, verfall da so ein bisschen in Musik hören und wo ich die Erfahrung halt gemacht habe, nur nicht drüber nachdenken über das, was du da machst, weil es gibt irgendwann immer der Punkt, wo man sagt, was machst du denn da für ein Mist? Da rede ich mir da selber zu, denk nicht nach, fahr einfach weiter, nicht überlegen, jetzt hast du schon so viel und musst noch so viel und jetzt hast du die Hälfte und musst noch mal die Hälfte. Weiterfahren, nicht dran denken, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren und dann geht eine Stunde nach der anderen rum und in 57 Stunden sind wir dann in Garmisch und dann machen wir das Zielbier auf und dann passt es. Es ist eine sportliche Herausforderung, man möchte natürlich an seine Grenzen. Man muss auch über seine Grenzen hinausgehen bei sowas. Das Mentale ist da ganz wichtig, weil der Spaß hat nach 5 Stunden oder sagen wir mal nach 10 Stunden hat der Spaß schon aufgehört. Und da kommen dann die inneren Schweinehunde, die dann sagen, hör doch auf mit so einem Mist. Und da muss man halt mal ja, ein bisschen auf die Zähne beißen. Und das ist wie der Messner, der gefragt wurde, wieso klettert man da auf 8000er? Und da hat er gesagt, weil sie da sind. Ich mache mir auch noch, habe mir einen Aufkleber gemacht, beziehungsweise einlaminiert. Und da steht drauf, Schmerzen gehen vorüber, aufgeben ist für immer. Und das soll für mich so ein bisschen die Motivation sein, dass ich halt die 58 Stunden durchbeiße und das funktioniert auch. Und für das Team ist es natürlich auch sehr anstrengend, weil sie nun mal eben auch hellwach sein müssen, die Fahrer, und mir quasi jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Und das ganz Spannende ist, die kennen sich überhaupt nicht und ich kenne auch einen Teil von dem Team überhaupt nicht oder wenigstens nur oberflächlich. Also das wird eine total spannende Geschichte, ich freue mich drauf und gucken wir mal, wie wir hinkommen. Ich hatte mich 2019 angemeldet, weil ich da für eine andere Geschichte zu spät war und hatte mich aber für diese Sache 2019 schon vorbereitet, habe dann also quasi umsonst trainiert, habe dann das Training fortgesetzt für 2020. Da fiel es dann aus. Dann habe ich aus diesem Training hinaus 24 Stunden Spinning gemacht zu einem guten Zweck, habe dann 13.000 Euro einsammeln können, habe mich dann als nächstes Ziel halt auf die jetzige Veranstaltung vorbereitet und konkret aber seit Anfang des Jahres. Das heißt, ich habe mir ein Ziel gesetzt, dass ich 5000 Trainingskilometer gefahren haben möchte bis zum Beginn. Da habe ich mir zwischendurch einen Daumen gebrochen, dann bin ich sehr viel auf dem Spinning Ride gefahren und habe jetzt 5899 Kilometer
Und zweimal darfst du raten, was ich bis nächste Woche haben möchte, nämlich 6000. Das heißt, 101 Kilometer fehlen mir noch und die werden wir morgen abreißen. Laut Arzt soll ich nichts mehr tun, aber das Video sieht ja erst hinterher. Ja, also diese Herbuterolen, eigentlich unverantwortlich, das Ganze medizinisch nicht verträgbar. Ja, so geht's nicht. Das ist Race Across Germany. Das ist eine Non-Stop-Veranstaltung, ein Radmarathon, der von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen geht. Über 1100 Kilometer mit 7500 Höhenmetern. Spricht man von einem Radmarathon, was passiert nachts? Die fahren nachts. Also es wird wirklich hier heute ab 8 Uhr gestartet, hier in Flensburg, hier so schön an der Hafenspitze. Und im 2-Minuten-Takt gehen die Radfahrer auf die Strecke und fahren hier von Flensburg auf einer vorgegebenen Strecke über 1100 Kilometer bis nach Garmisch-Partenkirchen. Die ersten werden wir erwarten am Samstagabend. Und direkt am Berg oben ist das Ziel. Die letzten 1000 Meter, da wuchs in die Hölle. Ja, wir sind hier mit 2 Fahrzeugen angereist und in der Zeit, wo wir auf das Begleitfahrzeug, das Wohnmobil, gewartet haben, haben wir das erste Fahrzeug schon beklebt. Und dann kam das Wohnmobil und dann haben wir die plakatiert, haben die Zeit genutzt bei schönstem Wetter direkt am zentralen Omnibusbahnhof in Flensburg. Ja, also die Idee, die dahinter steht, dass man natürlich ein Radgegner ist, aber trotzdem wieder untereinander Sportsgeist zeigt und versucht, jeder dem anderen zu helfen. Es wurde sich gegeneinander angefeuert, gegenseitig angefeuert. Also es war eine große Radsportbegeisterte Familie, das kann man nicht anders sagen. Ja, ich wusste ja von Anfang an, was auf mich zukommt. Es war mit 7800 Höhenmeter angegeben und es hat sich auch voll und ganz bewahrheitet. Wadenkrampf hatte ich immer dann, wenn ich das Team Wadenkrampf gesehen habe. Das war ein VW-Bus, ein Begleitfahrzeug und ich sehe dieses Fahrzeug und bekomme sofort einen Krampf im Oberschenkel. Und 200 Kilometer später sah ich das Fahrzeug wieder und sofort bekam ich im Oberschenkel einen Wadenkrampf und habe das denen auch gesagt. Der Sportler stand daneben an der Ampel, sage ich, sobald ich euch sehe, bekomme ich Krämpfe. Dann sagt er, das ist Absicht. Ja, das tut mir natürlich außerordentlich leid. Ich als Radfahrer habe es überhaupt nicht mitbekommen. Man hat mich also, mein Team hat da so super schnell reagiert. 2 sind sofort, haben das Auto gewechselt und sind mit dem Wohnmobil hinterhergefahren, denn das Pacecar hatte eine Motorpanne, konnte nicht mehr weiterfahren, ist Diesel ausgelaufen, Polizei, Feuerwehr mit einem ganzen Einsatztrupp und dann noch ein Straßenreinigungsteam. Aber die Jungs haben sich da, das war denen egal, die haben sich nur noch auf mich gestürzt und um mich gekümmert, weil ich hatte die große Chance, dass ich innerhalb einer super Zeit in Garmisch sein konnte und da haben die alles für gegeben und das Auto war dann plötzlich zweitrangig. Entweder ist mein Pacecar zu schnell gefahren oder wir haben es nicht richtig festgeschraubt bzw. angeklebt. Auf jeden Fall, wie wir zurückkamen, waren nicht mehr alle Schilder da, die sind irgendwo durch die Gegend gesegelt. Die Jungs haben sich alle nicht gekannt. Und das ist ein spannendes Unterfangen, weil irgendwann nach so einer langen Zeit ist das auch, ja, ist man dann halt auch Mensch und irgendwann nervt es das, was einen vielleicht anfangs noch toleriert hat. Und das ist spannend zu beobachten. Ich habe also als Fahrer überhaupt nichts mitbekommen, dass da irgendwelche Animositäten im Spiel waren. Habe aber zum Schluss von dem einen oder anderen erfahren, dass es selbstverständlich auch bei uns der Fall ist, dass es halt irgendwann den einen irgendetwas nervt. Das ist völlig normal. Es hat jeder im wahrsten Sinne des Wortes sein letztes Hemd gegeben, als unser Doc, unser medizinischer Begleiter, unser Arzt, mich kühlte mit einem Handtuch und wollte mir das auf die Arme legen, hat aber nur eins entdeckt. Der nächste Begleiter, der hat dann das ganze Auto auf den Kopf gestellt, hat aber gerade kein Handtuch gefunden und dann zieht dann der Arzt sein T-Shirt, sein Trikot aus und schüttet Wasser drauf, um mir meine Arme zu kühlen. Und das fand ich also eine ganz, ganz tolle Sache. Also im regelrecht das letzte Hemd gegeben, damit der Fahrer, nämlich ich in dem Falle, ein bisschen von der Temperatur gekühlt werde. Und die haben alle, jedes Rädchen hat tatsächlich bei dem Support ineinander gegriffen. Also jeder kam angesprungen, wenn ich irgendwas wollte,
kam mindestens aus zwei, drei Seiten das, was ich wollte. Unglaublich. Also ich musste gar nicht sagen, was ich wollte. Ich bekam die Dinge, die ich auch nicht wollte, trotzdem. Aber ich kann dir süße Zeug nicht mehr trinken. Ja, man hielt mir dann Banane unter die Nase. Ich sage, ich will keine Banane. Dann hieß es doch, die musst du essen. Der Doc hat gesagt, die musst du essen. Dann gab es einen Riegel, dann gab es, ich wollte irgendwas anderes, nee, ich wollte Mineralwasser, damit ich einfach mal einen witzeligen Geschmack und dann bekomme ich aber nur stilles Wasser. Ich hatte aber ein bisschen Wasser bestellt, kam dann die Meldung, der Doc hat gesagt, das ist nichts für dich. Ist natürlich völlig richtig, weil ein bisschen Wasser erzeugt halt dann im Magen und bei dieser Fahrt, aber der Mund hat eigentlich was anderes bestellt, aber aus ärztlicher Sicht war das natürlich voll und ganz das Richtige, mir stilles Wasser zu geben. Also, ich war rundherum sowas von gut versorgt, werde ich in meinem Leben nie mehr wieder haben. Ich musste nur Radfahren und um den Rest sprangen die wirklich um mich rum. Da war eine Szene, wo es anfing zu regnen, mitten in der Nacht, und ich habe dann über Funk durchgegeben, möchte ich kurz stehen bleiben, will meine Ringschuhe anziehen und hatte dann noch zwischen den Radschuhen und den Socken Plastiktüte und die dann oben mit Klebeband, damit das Wasser nicht oben reintrinkt, und dann noch meine Regenschuhe. Und ich setzte mich dann, weil ich schon ein bisschen durchnässt war, auf die Stufe von dem Pacecar und dann, hier setze ich da rein. Und dann haben sie den ganzen Sitz leer gemacht, irgendwo hin und hingeschmissen und sag ich, nein, ich mache hier alles dreckig. Nein, setze ich da rein, ist egal. Also die haben alles investiert, damit es mir top geht und dass wir möglichst wenig Zeit verlieren. Super. Wir hatten einen Mix von allem. Wir hatten eigentlich eine hervorragende Wetter-Mix, obwohl die Wettervorhersage für Garmisch-Partenkirchen am Wochenende Regen und Gewitter gemeldet hat. Regen wäre nicht so schlimm, bei Gewitter ist halt die Gefahr mit Blitz. Aber es war, also ich hätte mir kein besseres Wetter wünschen können. Wenn es zu heiß wäre, wenn die Sonne zu sehr knallt, ist das natürlich auch nichts. Es war wenig Wind und wenn, dann kam der Wind entweder von der Seite oder zum Teil auch mal von hinten. Das ist nicht normal. Also die Regel ist eigentlich, dass es aus Süden der Wind ein bisschen hochbläst und wir hatten Nord- oder Nordwestwind, also hervorragende Eigenschaften. Ja, ich hatte mir von einem Bekannten den Tipp geben lassen, dass so ein Armauflieger eine ganze Menge Energie spart und habe das aber erst circa 4-5 Wochen vor dem Rennen umgesetzt und an diese Fahrweise muss man sich gewöhnen. Ich habe damit tatsächlich eine wesentlich höhere Geschwindigkeit aufgenommen mit dem Ergebnis, dass meine ganze Rückenmuskulatur oder die Nackenmuskulatur dann so verspannt war, dass die ab Kilometer 700, 720, 750 so zugemacht hat, dass die, weil ich nicht mehr in der Lage war, während dem Fahren den Kopf zu heben, sondern ich musste den Oberkörper heben. Und das war, also von dem Armauflieger war es hervorragend, aber dieses Phänomen wäre auch eingetreten, wenn ich diesen Lenker nicht gehabt hätte, weil ich hätte den Unterlenker sonst benutzt, hätte also in einer ähnlichen Rennposition gesessen und die Beschwerden wären also dann auch irgendwann aufgetreten, weil ich das aus einem anderen Langstreckenrennen über 1200 Kilometer vor 6 Jahren auch erlebt habe. Und das ist dann halt sehr unangenehm, wenn man den Straßenverlauf aus der Rennfahrerposition nicht mehr beobachten kann, sondern muss immer diese Sitzposition auch wechseln. Bietet also einen größeren Luftwiderstand, verringert dadurch seine Geschwindigkeit, um einfach die Straße einzusehen. Ja, ich habe natürlich dann, wenn ich diese Rennposition einhalten wollte, musste abwägen, will ich jetzt möglichst energiesparend fahren und möglichst schnell oder sicher und angenehm. Und diesen Mix hat man halt nicht geschafft. Ich musste mich immer für irgendetwas entscheiden. Und wenn ich dann mich entschieden habe, dass ich diese Rennlängerposition einnehme, habe ich nur den unmittelbaren Bereich vor meinem Rad gesehen. Und das ermüdet. Vor allen Dingen kann man den Straßenverlauf dann nicht einsehen, wenn Autos kommen oder wenn irgendwie ein Straßenabsatz ist oder eine Kurve. Aber da hat mich mein Team aus dem Pacecar dann wieder informiert und sagte, hier vorne geht es jetzt links. Aber trotzdem ist bei dieser Geschwindigkeit von 30 km/h oder so ein Schlenker und dann ist man von der Straßenseite von 3 Meter plötzlich nur noch bei 50 Zentimeter und das kann auch in die Hose gehen. Deswegen, Sicherheit geht vor, sodass ich dann oft halt diese aufrechte Sitzposition, die völlig ungewohnt ist für mich, aber möglichst gerade sitzen, damit der Blick nach vorne geht, weil ich das einfach diese Bewegung nicht mehr machen konnte. Ich hatte eine fliegende Verpflegung,
eigentlich haben wollen, sprich aus dem Auto zu versorgen, aber der Veranstalter hat das, ich hatte ihn angefragt, ob das erlaubt ist, aber aus Sicherheitsgründen hat er das abgelehnt. Ist auch im Nachhinein verständlich, die Unfallgefahr ist zu groß. Und mein Team stand dann halt, wenn ich irgendwas quasi bestellt habe, bekam ich das Bestellte geliefert und oftmals auch in einem Abstand von 50 Metern der zweite für den Fall, dass ich die erste Station nicht erwische, dann hatte ich immer noch die Chance, den zweiten, um einfach zu vermeiden, dass ich absteigen muss, weil das dann wieder anfahren, das Kraft kostet und vor allem die Zeit. Da läuft die Minute so schnell durch und deswegen hat mein Team dann halt vorne an einer Straße gestanden, die an einem Parkstreifen oder wo es halt für den Verkehr ungefährdet ist und hat mich dann mit allen Köstlichkeiten überzeugt, die das Pacecar und das Wohnmobil zu bieten hatte. Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass man bei Wadenkrämpfen oder überhaupt bei Krämpfen, das Thema hatten wir eben schon mal, Gurkensaft trinken kann und der Krampf geht innerhalb von wenigen Sekunden weg. Und hatte tatsächlich dann in der Vergangenheit für 3 Vorbereitungsfahrten mit dem Krampf zu Hause dann zu tun und habe mich an diesen Eintrag erinnert, bin in die Küche gehumpelt und habe Gurkensaft durch ein Sieb gegossen und habe den getrunken und in der Sekunde hörte der Krampf auf. Und deswegen habe ich meinem Team gesagt, in der Verpflegungskiste befindet sich 2 Gläser Gurken. Ich hätte gerne den Saft. Und tatsächlich musste ich dann die Meldung durchgeben, ich habe Krämpfe, gebt mir bitte mal Gurkensaft. Und nachdem ich dann offensichtlich schon das erste Glas leer getrunken hat, habe ich dann im Nachhinein erfahren, zwischen Pacecar und Wohnmobil gab es dann Sprechfunk, wir brauchen unbedingt Gurkensaft. Und wo bekommen wir den Gurkensaft her? Gibt es denn den Gurkensaft irgendwie? Und uns ist es also nicht bekannt, dass es Gurkensaft ohne Gurken gibt. Also haben sie dann 3-4 Gurkengläser gekauft, also von der Gurkenversorgung und Krampfvorbereitung, Prävention, könnte ich noch 2-mal um die Welt fahren, wären vorbereitet. Es ist schon eine Hilfe, wenn ich sehe, wo das Pacecar oder das Wohnmobil fährt und es biegt rechts ab. Ich habe zwar mein Navigationssystem, aber wie auch beim Auto, trotz Navigationssystem kann man sich verfahren. Und hier gilt halt einfach die Zeit möglichst zu nutzen, um sich nicht zu verfahren. Deswegen war das immer eine große Hilfe. Und nachts, das trifft jetzt allerdings die erste Nacht, war ich quasi eskortiert. Also ich war nicht nur begleitet, sondern ich war eskortiert und das war mir auch eine große Hilfe, denn wenn da war so das Wohnmobil vor mir, dann kam ich und hinter mir zum Schutz, dass das nachfolgende Verkehr mich nun mal nicht über den Haufen fährt, dann das Pacecar. Und so, dass ich wirklich geleitet wurde. Da vorne geht's dann an dem Schild rechts. An der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen. Rechts! Nee, es war umdrehen. Ja, umdrehen. Ich war doch richtig, meine Ansage. Nächste Möglichkeit rechts. Vorher, ne? Ja. Scheiße, nein, es war doch umdrehen. Kann zwar hier vielleicht durchfahren, aber ich weiß nicht, wo das ist. Das andere war doch richtig, nur die Strecke war schlecht aufgezeichnet. Ist richtig. Nee, da muss. Aber wo sollen das? Wo? Ich weiß. Daneben die Strecke gibt's gar nicht. Ich wüsste nicht, wo das reingeht. Allerdings ist die kann auch nicht drauf. Ja, die kommt aber vorne auch wieder drauf, oder?
Das könnte sein. Nach der Kurve. Ja, ist richtig. Ihn zurückrufen? Carsten, kann zurückrufen. Carsten, komm zurück. Wir müssen hier links rein. Durch den Schatten, den ich mir selber produziert habe, durch die Scheinwerfer von dem Pacecar, bekam ich dann fast Halluzinationen durch den Lichtkegel, dass ich dachte, da läuft jemand, da springt jemand, und das war dann für mich ein bisschen irritierend, weil man dann in einem Bereich war, wo man auch schon sehr müde war und solche Hirngespinste dann für wahre Hünse genommen hat. Ich war zwar vorbereitet, weil mir ein lieber Freund sagte, dass sein Sohn mich unterwegs ein Stück begleitet. Er wohnt in der Nähe. Er selber hat das vor 4 Jahren selber schon mal gemacht. Er kannte sich also aus, wie man sich da fühlt, wobei er wesentlich schlechtere Wettervoraussetzungen hatte. Also ich war da im gelobten Land. Ich wollte damals 48, ja. Aber ich hatte Regen. Ja, ja. 38 Stunden Regen damals. Und plötzlich stand er mit dem Kumpel am Straßenrand und haben mich begleitet. Das war für mich sehr motivierend. Vor allen Dingen kannten die ja die Spielregeln, dass man keinen Windschatten fahren darf, und haben sich dann schön neben mich gesellt und wir haben uns unterhalten und trotzdem auch das Tempo hochgehalten. Und da war diese Eintönigkeit wirklich mal für eine, ich weiß gar nicht, ich hab gar kein Gefühl, ich denke mal 1,5 Stunden vielleicht waren die Jungs bei mir. Hab mich sehr gefreut und nochmal die besten Grüße zum Pascal und dem Stefan. Kleinen Sprint. Genau. 35, 16, 18. Irgendwann gerät man dann schon in so eine Position, wo man dann das nicht mehr ohne Schmerzen wegsteckt. Ich hatte mir ja auf dem Lenker einen Aufkleber geklebt. Schmerzen gehen vorüber, aufgeben bleibt für immer. Und wusste, dass ich mich da durchkämpfen muss. Es war für mich dann eine Motivation, dass ich das unter so einen Spendenaufruf gestellt habe. Die nächste Motivation, dass ich 6 Leute habe, die sich an dem Wochenende nichts anderes vorgenommen haben, als für mich den Lakai zu spielen. Und so viele, die das dann über diese Tractalis-App verfolgt haben, was für mich dann ein Motto war oder ein Grund war, ich sage, ey Bruder, und jetzt kannst du einfach hier geht's durch. Und das war auch so. Natürlich kommen dann Schmerzen hinzu. Man versucht dann die Sitzposition zu verändern, dann gibt es wunde Stellen. Aber das sind alles Dinge, die ich kenne aus vorhergehenden Fahrten. Ich wusste also, was auf mich zukommt, und habe so weit überstanden, weil mein Team mich so hervorragend betreut hat. Wenn ich dann mal ein Powernap machen wollte, also mich mal für 20 Minuten hinlegen wollte, haben die sogar das Wohnmobil geräumt, dass ich meine Ruhe hatte. Und haben sich selber dann draußen in die, ja doch, nachts war es dann doch ein bisschen frischer und es war Nebel, aber die haben das alles für sich auf sich genommen, damit ich in dieser Zeit wirklich das Wohnmobil für mich alleine habe. Ich hatte sogar den Luxus, dass ich geduscht habe. Weil ich, wenn ich geduscht habe, will ich dann da gleich eine Radhose anziehen. Mich frisch angezogen und mich wie neugeboren fühlte, und dann war ich auch wieder einigermaßen fit. Einmal war natürlich das, mein begleitender Arzt gesagt hat, dich nehmen wir jetzt raus. Und wieso denn das? Sag ich, ich bin voll da. Nein, du machst jetzt eine Pause. Das will ich aber nicht. Machst du aber? Sag ich, okay, aber nur unter Protest. Und dann hatte ich eben auch geduscht und kurz geschlafen. Ich wurde eher gegrillt, weil der Wohnmobil-Frank, der mir es heimlich machen wollte, der hatte dann das heiße Wasser angemacht, damit ich halt duschen konnte. Und er wusste das vorher nicht, hat es auf jeden Fall hat er gesagt, Mensch, hättest du früher gesagt, ich hätte das Wasser heiß gemacht, ist kein Problem, mache ich jetzt schnell. Und das Wasser war auch heiß, und wie ich mich dann ins Bett gelegt habe oder auf meinen Schlafsack, war es im ganzen Auto heiß. Und es blies irgendein Gebläse, warme Luft durch die ganze Bude. Ich habe gedacht, ich bin hier irgendwie brutzel den, was weiß ich was. Und habe dann das Wohnmobilfenster mal aufgemacht, damit ich hier nicht wenigstens ein bisschen frische Luft habe. Und sah dann, dass der Begleiter aus dem Wohnmobil draußen in der kalten Nacht, frischen Nacht auf dem Campingstuhl saß und hat versucht ein bisschen zu schlafen. Also die Jungs haben alles für mich gegeben. Es
sogar den Grill angeschmissen, damit ich fast gebrutzelt wurde. Wir haben so einen Transponder bekommen. Dieser Transponder stellt dann die Position des jeweiligen Radfahrers fest. Und das Problem war, dass nicht alle funktioniert haben. Ich hatte in den ganzen Social Media Netzen auf diese App hingewiesen, dass ich da verfolgt werden konnte. Und dann sagte mir mein Team, du hast kein Signal. Du bist, ich glaube, ich war dann einer von zwei, der kein Signal hatte, und die anderen 63 hatten alle ein Signal. Dann hat sich herausgestellt, dass die anderen dann irgendwann auch Probleme bekamen. Dann hatte ich Signal und dann konnte man sehen, wo ich bin. Und das ist immer wieder mal ausgefallen. Aber grundsätzlich konnte man über diese App die Fahrer, das Fahrerfeld verfolgen. Und das haben auch, wie ich im Nachhinein dann mitbekommen habe, ganz viele Bekannte von mir gemacht, die immer genau wussten, wo ich bin, mitgefiebert haben. Ja, dann sehe ich halt, wie viel hat er? 270 Kilometer. Dann sehen wir ja, ob das jetzt, ja, wird stimmen. Und noch knapp 200 Kilometer bis zur nächsten Zeitstation, wenn das stimmt. Das kann ich jetzt so ad hoc auch nicht sagen. Die Zeit, die vorgegeben war von meiner Altersklasse, lag bei 58 Stunden. Ich hatte mir irgendwann mal 57 Stunden gesagt. Ich hatte sie irgendwo auch mal gelesen, war dann überrascht, dass es doch eine Stunde länger ist. Also 57 hatte ich mir so ein bisschen als Zeitziel gesetzt. Und wenn man das 5 Stunden schneller packt, also in 53 Stunden, dann gibt es eine Qualifikation für das Race Across America. Und mein Arzt sagte dann, du bist wesentlich früher da als die 58 Stunden. Also ich warte erst mal. Sagte doch, du bist mittags um 12 oder um 1 Uhr da. Also der hatte dann mit dem Gedanken schon gespielt und letztendlich wurde das dann auch von meinem Team so umgesetzt. Der Pacecar-Fahrer hatte eine Tabelle erstellt unter verschiedenen Situations- oder Rennsituationen, Geschwindigkeiten, und hat dann gesehen, dass wir eigentlich ganz gut in der Zeit lagen. Also anfangs haben die schon gesagt, Mensch, du bist super schnell. Und das war mir eigentlich ein Zeichen, dass ich vielleicht überpace, dass ich also vielleicht zu schnell bin und hinten fehlen mir dann die Körner. Denn die Berge, die haben schon Flocken gekostet. Also es war dann doch irgendwann geht, das wird das zäh. Und ich bekam dann aber immer über Funk, du liegst sehr gut in der Zeit, weil ich sage, schaffen wir die 58 Stunden? Ja, mach dir keine Gedanken, die schaffen wir. Hat jetzt 4 Stunden 27. Vorsprung. Nach 1000 Kilometer plötzlich nimmt mich der Pacecar-Fahrer, der Carsten, ins Gebet und fängt mit mir, setze an, da ich dachte, was ist denn da passiert? Sagte mir, wir wollten es dir eigentlich nicht sagen. Dachte ich, was ist denn jetzt passiert? Aber du liegst so gut in der Zeit, wenn du dich jetzt, wenn du richtig voll reintrittst, dann kannst du das noch unterhalb der 53 Stunden für diese Ram-Quali, die für mich aber überhaupt gar keine Rolle spielt. Natürlich hat sie eine Rolle gespielt. Und zwar herausfordernde Rolle. Ich krieg dich! Super. Weil ich dachte, das wäre natürlich nochmal eine Steigerung, aber diese Qualifikation wäre für mich, ich würde das Ticket nicht einlösen. Also nach Amerika, 5000 Kilometer quer durch das ganze Land, bin ich zu alt für, aber das Haben ist besser als Brauchen. Jetzt nicht, dass du eine Ziellinie überschreitest und irgendwo steht da oben wie beim Ironman eine Zeit und du sagst, genau diese Zeit wollte ich haben, reißt die Arme hoch, sondern das war überschattet nach der Suche für den Zieleinlauf und die Uhr tickt weiter. Und deswegen haben wir dann uns einen Berg hochgekämpft zur Sprungschanze, der recht kriminell war mit den Radschuhen, also mit dem Rad hochfahren, völlig unmöglich. Bin noch nie so eine steile Rampe gelaufen, geschweige denn mit dem Rad hochgefahren. Und wir waren dann froh, dass oben dann tatsächlich dann der Veranstalter, der Dieter Göpfert, stand und das blaue Race Across America Banner stand. Aber es war dann halt nochmal der Kampf gegen die Zeit, dass wir auch früh genug da oben sind. Für den Zieleinlauf hatte ich ja immer schon, und das war jetzt schon seit 2 Jahren, hatte ich ja diese Vision und mich die Vorbereitung für dieses Rennen und sah den Zieleinlauf, weil ich fokussiere mich dann auf sowas und das hat jetzt mit meinem Fokus nicht übereingestimmt, wie es jetzt in der Realität war. Sodass dann auch dieses Gefühl nicht war, Jogger, ich habe es geschafft. Aber bei meiner Tour vor 6 Jahren, Paris-Brest-Paris, war ein ähnliches Erlebnis, da ich auch gesagt habe, okay, jetzt hast du es geschafft, aber ist jetzt irgendwie
bist du halt da. Mein Team war auch nicht komplett dabei, weil durch diese Autopanne mussten die zwei Leute sich um das Pacecar kümmern. Die anderen haben auch nicht mit an diesem Zieleinlauf dabei sein können. Und also ich hätte es schöner gefunden, wenn man tatsächlich jetzt irgendwo gemeinsam dann da steht und das ganze Team, weil es war eine Teamleistung und dann gehören die eigentlich bei dem Zieleinlauf, hätte ich das gerne mein Team dabei gehabt, was aber nicht möglich gewesen ist. Das kam dann beim Abendessen an dem Abend. Weil ohne euch hätte ich das nicht hingekriegt. Das hätte so ein schönes Wochenende werden können. Und da ging es nur noch um das Thema, was wir jetzt in den letzten 2,5 Tagen erlebt haben. Und das war ganz, ganz klasse. Auch die Gespräche untereinander, die drehen sich alle um unser gemeinsames Abenteuer. Und ich bin heilefroh und ich glaube auch, hat da was mit da oben zu tun, dass einer wollte, dass es gut ausgeht, dass es nicht zu einem Sturz kam oder zu irgendwelchen anderen Geschichten, sondern rundherum eine gelungene Geschichte. Sehr, sehr anstrengend, aber das ist es halt, das wusste ich. Und im Vergleich zu meinem Spinning vor einem Jahr, 24 Stunden, weiß ich nicht, was schwieriger war. Aber das jetzt hier an diesem Wochenende war eine wesentlich schönere, eben weil ich 2 Tage der König sein durfte und mein ganzes Gefolge alles für mich getan hat. Ja, ich wurde ganz wunderbar und herzlich empfangen von meiner Familie, von meinen Geschwistern mit Anhang und Freunden, meine Mädels aus dem Büro, die sind gekommen und ja, ich war schon fast beschämt, weil mit so einem Aufwand habe ich überhaupt nicht gerechnet. Fand ich eine ganz tolle, liebe Geschichte. Und da konnte man das auch mal ein bisschen sacken lassen. Man konnte dann so die letzten Schmankel gerade mal so ein bisschen erzählen. Und es war ein wunderbarer Abschluss. Hat mir sehr gut gefallen. Also dieser sportliche Gedanke ist dann trotz diesem Rennen ganz weit oben. Es geht eigentlich bei vielen wirklich nicht Erster oder Zweiter oder Dritter zu sein, sondern dass sie das heil überstehen und in ihrer Zeit, die sie sich ansetzen, das dann auch schaffen. Da fällt mir spontan ein, dass einer eine Panne hatte, der hatte mich überholt und der war Solofahrer. Wir haben das mitbekommen, weil der auch vor mir gestartet ist und der fuhr an mir vorbei und irgendwann sah ich ihn am Straßenrand und habe gefragt, ob ich helfen kann. Nee, er hat eine Panne und er kommt alleine klar. Und ein paar hundert Meter weiter stand dann mein Fotograf und dem habe ich zugerufen. Der hat eine Panne. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal fragen, ob er dem helfen könnt. Und das haben wir auch prompt gemacht. Kann man dir helfen? Und mein Pacecar-Fahrer, der Carsten, ist halt technisch so versiert, dass er da ruckzuck anpacken kann. Und später haben sie mir dann berichtet, dass der eben auch ein falsches Schlauch dabei hatte. Also er hätte nur mit großem Umstand sein Rad wieder flott bekommen. Und war dann halt sehr dankbar, dass er da 2 Schläuche von uns bekam. Ein paar hundert Kilometer später sah ich ihn dann wieder. Und habe ich ihm dann gesagt, hier, ich hatte mich dahin aber schon umgezogen. Das heißt, er konnte mich jetzt nicht unbedingt erkennen. Und deshalb habe ich ihn angesprochen, habe ich gesagt, hier, ich habe meine Jungs zu dir geschickt, dass die dir bei deiner Panne helfen. Und da hat er sich bei mir nochmal bedankt. Und das kam dann also an. Auf einmal pfeift es irgendwie aus einer Ecke und da steht der Dominik. Und ich hatte erst gedacht, das hast du falsch gesehen, habe dann aber sein Auto stehen sehen, dachte ich, gigantisch. Und Augen später fuhr er dann langsam an mir vorbei und sagte mir, er wartet an der Sprungschanze auf mich. Und keine 5 Kilometer später sagte mir der Carsten, hier vorne kannst du noch mal kurz die Leute begrüßen. Da dachte ich, was ist denn hier los? Geht's ja wieder weiter. Da stand nämlich ein Vater mit 2 Kindern an der Strecke, die Carsten gerufen haben und mich angefeuert haben. Und ich, Servus, und dachte, ich kenne euch nicht, aber keine Ahnung, wer ihr seid, aber ihr kennt mich. Und eine Stunde später, an einer anderen Stelle, standen die wieder. Also das war jetzt nicht eingebunden, die waren tatsächlich da. Und das schaffst du noch, auf! Und hat auch meinen Namen wieder gerufen. Totale Überraschung. Und am Ziel haben sich dann tatsächlich Kunden-Ehepaar, die 80 Kilometer entfernt leben, den auf die Sprungschanze hochgemacht und haben mich in Empfang genommen und haben mir ein kleines Begrüßungsgeschenk in Form von Latschenkiefer mit Produktauswahl zur Massage von verspannten Rücken und
toten Muskeln und so weiter. Und das habe ich auch gestern Abend gleich verwendet. War also eine wunderbare Überraschung, die zwar angekündigt war, aber trotzdem, wenn das schlechte Wetter angekündigt ist, dann hast du Verständnis, wenn da die Leute nur mal nett kommen, aber die waren da. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank, liebe Wilmara und lieber Dieter Ulzhöfer. Für mich war das ein nicht zu toppendes Erlebnis, was aber dadurch noch mehr zählt, weil ich es eben mit meinem Team teilen konnte, die mitgefiebert haben. Hätte ich jetzt diese Tour komplett alleine gemacht, könnte ich nur meine eigenen Eindrücke wiedergeben. Das könnte man sich nie so reinversetzen. Ich musste mich um nichts kümmern. Ich konnte mich nur auf meinen Körper, auf mein Rad konzentrieren und wusste, dass da 6 Menschen über mich machen und die alles dazu beitragen, dass wir das heil überstehen. Trotzdem habe ich von Anfang an schon gesagt, wenn mein Arzt mir 5 Kilometer vor Garmisch sagt, hier, das ist nicht mehr zu verantworten, wir müssen dich rausnehmen, hätte ich das gemacht, weil die Gesundheit steht nun mal über allem. Dass ich die Komfortzone möglichst weit verlassen musste, war mir auch klar. Aber dass das alles so gut ausgegangen ist, ist für mich wirklich, ich bin unheimlich glücklich. Und so im Nachhinein, nachdem wir dann diese Eindrücke so ein bisschen verarbeitet, dann kommt das Gefühl, hast du es geschafft. Ohne Team hättest du es nicht geschafft, aber es war geplant, das mit Team zu machen. Und die Glückshormone werden wahrscheinlich noch ein paar Tage bleiben. Ich werde die Story hier und da immer noch mal erzählen müssen. Und ich finde es auch begeisternd, wie viele Menschen sich an dieser Sache beteiligt haben in Form von Facebook-Einträgen und von WhatsApps. Und ich habe sie noch gar nicht alle lesen können, die mich beglückwünschen. Und es ist kein einziger dabei gewesen, der gesagt hat, also du bist aber ein Bekloppt, so ein Scheiße macht man gar nicht, sondern die waren alle völlig euphorisch. Im Nachhinein für mich selber, da war es nämlich noch ein Ereignis, dass ich an die Rezeption kam von dem Hotel und fragte, wo unser Wohnmobil geparkt werden konnte. Und es dreht sich eine Dame um und ich dachte, die hat mir nämlich dann gratuliert. Ich dachte, sie wäre eine Bedienstete und dann sage ich, gehören Sie hier dazu? Nee, ich bin auch Begleitteam. Ach, sage ich, das sei ja auch angekommen. Ja, heute Morgen um 4. Da war das Ding. Dann plötzlich dachte ich, ach du Schande, mir kommen mittags um 12:45 an und ein anderer Fahrer morgens um 4, 10 Stunden vorher, 9 Stunden vorher. Ich habe jetzt nicht hinterfragt, ob das vielleicht ein Team war. Also das hat mich erst mal ein bisschen gekränkt, dass ich sage, was habe ich denn so getrödelt? Aber letztendlich sage ich mir, mit 5 Stunden unterschritten, ja, 5 Stunden Zeit gut gemacht. Und perfekt. Also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass diese RAM-Qualifikation zwar schön ist, dass man die quasi in der Tasche hat, aber ich werde sie nicht realisieren und habe auch meiner Frau versprochen, solche langen Touren werde ich nicht mehr machen. Habe es momentan auch nicht vor. Die Vorbereitung ist sehr intensiv, zeitaufreibend und es kostet auch Kraft und Energie. Die Veranstaltung selber natürlich auch. Also momentan habe ich nicht vor, solche langen Touren wieder zu machen. Von daher hänge ich das Rad jetzt erstmal an den Haken. Ja, ich muss natürlich noch ein bisschen abtrainieren. Ich kann das also nicht von jetzt auf sofort komplett aufhören mit diesem, also das Intensive natürlich. Aber wir werden uns auf die morgendlichen Radtouren beschränken und keine mehrere 100 Kilometer langen Touren mehr geplant. Dieses Jahr.